auf, meine Kumpel und Malocha. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Negativschlagzeilen zu Schalke. Ich hoffe, das bleibt der letzte Teil. Gestern ja bereits ein Video gemacht. Sind einige Sachen dazugekommen. Einige Sachen haben sich aufgelöst. Andere Sachen haben sich bestätigt. Gibt auf jeden Fall einiges zu diskutieren. Fangen wir an mit Bentaleb und Harit. Beide sind suspendiert. Bis auf Weiteres. So ist die Meldung. Es wird spekuliert, ob das für 10 bis 12 Tage gilt, dass dann ein Gespräch kommt und dass die dann, je nachdem, wie das Gespräch dann auch verläuft, wieder in die Mannschaft eingegliedert werden oder ob die bis zur Winterpause rausgenommen werden. Jedenfalls trainieren die erstmal mit einem Fitnesstrainer separat und man muss erstmal gucken, wie das Ganze weitergeht. Schneider hat gesagt, Bentaleb, das Kapitel auf Schalke ist beendet, zumindest dann ab Sommer. Und er hat gemeint, er ist ein guter Spieler, aber Schalke und Bentaleb passt nicht zusammen. Und er hat gemeint, dass das jetzt nicht ein einmaliger Vorfall ist, sondern dass sich das über die komplette Zeit auf Schalke immer mal wieder aufgehäuft hat und dass das jetzt summa summarum dann so beschlossen worden ist. Bei Harit sieht es ein bisschen anders aus. Da ist man laut Schneider eher bereit, ihm zu verzeihen und ihn wieder in die Mannschaft einzugliedern. Und man möchte versuchen, ihn da wieder das Potenzial, was er ja zweifelsohne hat, da wieder, dass er da wieder hinkommt, dass er das auf dem Platz zeigen kann. Harit hat auch so ein Foto auf Instagram gepostet, wo er eigentlich gute Worte Richtung Schalke und auch eine Motivation gezeigt hat, dass er sich bessern möchte. Ja, wird man sehen. Stambouli, der ja auch suspendiert werden sollte, da hat sich aufgeklärt, dass das alles ein Missverständnis sei und dass die Meldungen falsch gewesen sind. Und ja, die zwei Spieler werden auf jeden Fall jetzt erstmal bis auf Weiteres suspendiert. Und müssen wir mal abwarten, wie sich das alles entwickelt. Ist auf jeden Fall sportlich gesehen eine Schwächung, definitiv, weil das sind schon eigentlich, wenn die jetzt 100% in Form sind und 100% Wille dabei sind, sind das schon mit die besten Fußballer im Kader. Aber man muss sagen, dass wenn die Mannschaft dadurch gestört wird und wenn die das auch nicht auf dem Platz abrufen können und da so ein desinteressierten Fußball oder so ein Fußball spielen, wo denen alles am Arsch vorbeigeht, wo die so einen lustlosen Auftritt zeigen, dann brauchst du die auch nicht in der Mannschaft und dann ist das auch gut, dass die mal raus sind und das ist wirklich dann eher eine Schwächung für die Mannschaft, weil die wenig Leistung zeigen und nur lustlose Leistung zeigen, aber auch für das Mannschaftsgefüge, weil es reicht ja nur, wenn sich ein paar Spieler rausnehmen, das überträgt sich dann auf die komplette Mannschaft, weil wenn einer 80% nur noch läuft anstatt 100%, der nächste denkt sich ja, wenn der 80% läuft, glaube ich nur noch 90%, bin ich immer noch besser als er. Und das summiert sich dann komplett zu so einer Nichtleistung, wie wir das ja auch die ganze Zeit jetzt gesehen haben. Und ja, wenn die da wirklich auch mit der Disziplin da zu kämpfen haben, dann muss man die auch einfach mal rausnehmen. Das ist eine gute Sache und kann ich auf jeden Fall so unterstützen. Nächster Spieler, Ibisevic, da ist er auch jetzt nicht suspendiert, sondern komplett schon weg. Der wurde gekündigt oder Vertrag aufgelöst bei beiden Seiten. Hat ja eigentlich gar nichts verdient bei uns oder so gut wie nichts verdient bei uns. Ja, ist halt die Sache. Schneider hat gemeint, ja, hat gar nichts mit der Prügelei zu tun. Und das war, weil sich beide Seiten was anderes vorgestellt haben. Also ganz ehrlich, wer das glaubt, keine Ahnung. Also nach einer Prügelei, dann eine Entlassung, ja, Leute. Jeder ist erwachsen, jeder ist alt genug, um da so einen Zusammenhang zu sehen. Und dann braucht man das auch nicht, so in so einer komischen Meldung dann dementieren oder sagen, dass da nichts deswegen dran ist. Das ist doch lächerlich. Ganz im Ernst, da machst du dich nur lächerlich, wenn du sowas dann weitergibst als Mitteilung. Und man wollte ja so transparent sein und wollte ja alles auch so ehrlich den Fans übergeben und so weiter. Also tut mir leid, aber das kaufe ich denen nicht ab. Das kaufe ich nicht ab, dass das nicht mit der Prügelei was zu tun hat. Sorry.
Ist im Übrigen auch an sich in Ordnung, wenn er jetzt, das war ja jetzt keine Prügelei zwischen Mitspielern, sondern das ging zwischen einem Trainer und einem Mitspieler. Und da kann ich das schon verstehen, weil da ist wieder so eine, der Trainer braucht eine gewisse Distanz zur Mannschaft. Und wenn die Mannschaft sich sowas traut, dann ist da auf jeden Fall das Verhältnis zerstört und dann kann man das auch machen. Ist auch wichtig, auch dass die anderen Spieler sehen, hier sind die Grenzen und mit den Trainern kann man nicht so umgehen, wie man will. Hatte man ja auch das Gefühl jahrelang, dass die Spieler machen konnten, was sie wollen. Da muss man auch klare Grenzen aufziehen. Nur halt, mich stört halt, dass man das am Ende dann wieder so komisch dann darstellt, dass das nichts damit zu tun hat und so weiter. Finde ich ein bisschen lächerlich. Aber gut, so viel zu der Thematik. Was natürlich jetzt aufkommt, ist, dass wir eine Stürmernot haben. Ganz klar, Paciencia ist für mich so der einzige richtige Neuner. Wir hatten ja noch Burgstaller, der wurde ja auch abgegeben als so richtiger Neuner. Für mich sind Kutucu und Uth und von mir aus auch Rahman hängende Spitzen. Das sind keine richtigen Stürmer, das sind zweite Spitzen oder hängende Spitzen, aber keiner, der da alleine im Strafraum im 16er da zu stehen hat und da die Bälle festmachen kann, sehe ich nicht bei denen. Da fehlt uns auf jeden Fall so eine Alternative zu Paciencia, haben wir jetzt leider nicht. Ich habe auch gehört, dass Paciencia, dass Fährmann und dass Uchipka alle angeschlagen sind, werden wohl auch knapp werden fürs Gladbach-Spiel. Also da, ja, mal gucken, wie es da weitergeht, wer da im Sturm dann auflaufen wird letztendlich. Kader ist auf jeden Fall, wird immer knapper und jetzt haben wir auch noch einige Spieler weniger. Dann natürlich Reschke. Ja, Reschke, keine Ahnung, was ich dazu halten soll. Also ganz klar, was der gemacht hat, geht nicht. Was ich halt nicht verstehe, ist, dass man sich erst jetzt trennt. Also das sind ja Sachen mit dem Mascarell und so weiter, die ja passiert sind. Oder auch mit dieser Wagner-Thematik, wo der sich ganz klar gegen Wagner positioniert hat, sind Themen aus der Sommerpause. Dass der da nicht entlassen worden ist, also erst jetzt, verstehe ich nicht so ganz. Das hätte man damals machen können, wenn man der Meinung ist, das ist richtig. Und oder gerade auch mit der Mascarell-Thematik, das hätte man ja damals dann machen können, nachdem das dann passiert ist, dass der den Mascarell bei Hertha angeboten hat, ohne den Spieler Bescheid zu sagen und ohne den Schneider Bescheid zu sagen, hätte man damals machen können. Ich weiß jetzt nicht, wieso man das jetzt so lange hinausgezögert hat. Keine Ahnung. Jedenfalls, ja, wenn man Personen hat, die gegeneinander arbeiten, dann muss man sowas auch auflösen. Nur ich weiß nicht, ob Reschke nicht der bessere Mann gewesen ist, anstatt Schneider. Weil ich finde, die Sachen, die der Reschke gesehen hat oder... Klar, die Art und Weise, wie er das gemacht hat, ist scheiße gewesen. Aber die Sachen, die er gemeint hat, finde ich, sind richtiger gewesen als die Sachen, die Schneider so gesehen hat. Also er wollte den Kader, wollte er mehr oder weniger austauschen, viele Transfers machen. Man sieht jetzt, die Mannschaft ist echt schlecht zusammengestellt worden. Das finde ich gut, dass er so solche Ideen hatte. Und dass man den Wagner zur Sommerpause entlassen sollte, war auch absolut goldrichtig. Und da sind zwei Fehlentscheidungen, die der Schneider zu verantworten hat. Gleich kommen wir nochmal zu Schneider. Also ich habe da noch mehrere Sachen, die ich da mal auflisten möchte. Und keine Ahnung. Reschke ist aber natürlich auch eine gescheiterte Person, auch in Stuttgart gewesen, in Bayern gewesen. In Leverkusen hat er mal eine Zeit lang gut funktioniert. Aber insgesamt ja, ist der halt auch kein guter... oder kein Topmann gewesen. Man hat ihn aus der Arbeitslosigkeit geholt und hat ihn hier so verkauft, als ob er der schlauste Typ wäre vom Fußball, als ob er die besten Kontakte hätte und als ob er das beste Scouting-Netzwerk hätte und so weiter. Viel hat man davon leider nicht sehen können. Und ja, ist wahrscheinlich dann auch ein Fehlgriff gewesen, Reschke, oder jetzt... Abschließend kann man das natürlich so bewerten, ist ja jetzt nicht mehr da.
wird wahrscheinlich auch wieder eine Abfindung kriegen, wie so einige Leute auf Schalke. Und ja, ist auch sehr, 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 sehr schlimm das Ganze. Dann Sané, Verletzung, Knieverletzung, wird höchstwahrscheinlich mehrere Monate ausfallen. Da spricht man von einer Operation. Also für mich der beste Mann in der Abwehr fällt aus. Auch der Baum, wo Baum den als zentraler Spieler hinten drin gesehen hat und da so der das Gerüst so gebildet hat, fällt jetzt aus. Dann einige angeschlagene Spieler. Bin mal gespannt, wie man gegen Gladbach spielen wird. Ja, muss man mal gucken. Und jetzt wollte ich nochmal so grundsätzlich was sagen, weil jetzt fängt es mal an, hier ein bisschen Tacheles zu reden. Weil ganz im Ernst, Leute, der Verein geht in die zweite Liga. Das ist einfach Fakt. Solche Nachrichten, wie wir die jetzt erfahren, im Stundentakt, jeden Tag hast du eine neue Negativschlagzeile seit mittlerweile jetzt praktisch seit der Schneider übernommen hat. Und da muss ich ehrlich sagen, der Schneider, ich gebe ihm noch Zeit bis zur Winterpause und dann ist er der Nächste, der fliegt. Kann auch gerne den Baum mitnehmen. Wenn jetzt die Maßnahmen, die er jetzt getroffen hat, wenn die nicht wirken, dann ist der nicht mehr tragbar, weil ganz im Ernst, gucken wir uns mal alle Entscheidungen an, die er getroffen hat. Wagner, falscher Trainer. Dann an ihm festgehalten, konnte nicht den Schlussstrich ziehen und hat jetzt Baum installiert, der jetzt auch nicht unbedingt diesen Turnaround geschafft hat. Baum, keine Ahnung, liegt wahrscheinlich nicht an ihm, aber auch mit der Thematik Sommerpause, der neue Trainer hatte keine Vorbereitung bekommen. Kompletter Fehler von Schneider. Dann, er hatte jetzt 3 Transferperioden Zeit, da die Mannschaft zu verändern. Was ist da draus passiert? Im Grunde genommen fast dieselbe Mannschaft, die Heidel hinterlassen hat. Sogar einige Transfers, wo du denkst, ehrlich, wir verschlechtern uns sogar. Also, wenn wir mal durchgehen, Embolo abgegeben, dafür einen Rahman geholt und einen Kabak geholt. Wobei Kabak und ein Rahman sind wahrscheinlich noch mehr oder teurer gewesen als der Embolo-Verkauf. Weiß ich nicht. Embolo war für mich ein Stürmer, der viele Tore machen konnte, der aus nichts eine Torschance machen konnte, der gerade in unserem Offensivspiel, wo gar nichts funktioniert, dann trotzdem mit seinem Körper sich durchstanken konnte und Tore erzielen konnte. Rahman war für mich ein Flügelspieler, den du aber dann zentral einsetzt, der zweifellos eine gewisse Qualität hat, aber ich finde nicht so eine Qualität wie ein Embolo und der aktuell uns da auch oder in der Zeit, wo er jetzt auf Schalke war, das viel zu selten gezeigt hat. Und einen Kabak hast du geholt, obwohl du in der Innenverteidigung gut aufgestellt bist. Ja, weiß ich nicht. Dann können wir weitergehen. Ibisevic hat er jetzt zuletzt geholt. Ibisevic, das ist voll der Fehlgriff. Du holst den Spieler und gibst den dann nach 2 Monaten, löst du den Vertrag auf. Das hat doch nichts. Und das ist der Spieler von Schneider. Den hat Schneider geholt. Den hat er bekommen, weil er mit dem ein gutes Verhältnis hatte. Das kann es nicht sein. Der holt Spieler zu uns, die bei uns wie ein Gregoritsch kaum Leistung zeigen, die keinen Bock haben auf den Verein. Alles Leihspieler, alle Spieler, die der geholt hat, sind wieder weggewechselt. Du hast ein Jahr Zeit, einen Ersatz für Kenny zu finden. Wen du gefunden hast, ist ein Spieler, den Baum mitgenommen hat am letzten Tag der Transferperiode aus der zweiten englischen Liga, den du eigentlich auch zum Saisonstart präsentieren hättest können, wenn du den haben wolltest. War wahrscheinlich die Z oder die Y, XYZ-Lösung. Also die letzte Lösung, die man da irgendwie hatte. Und insgesamt auch die Linksverteidigerposition sehr, sehr schwach gelöst. Dann wolltest du die ganzen Spieler, die du abgeben wolltest, wolltest dann auf einmal wieder in den Kader einführen. Du hattest Angebote für Rudi, hast die ausgeschlagen, um den dann später ablösefrei abzugeben und dann noch Gehalt draufzuschlagen, weil du am Anfang eine höhere Ablöse für den haben wolltest. Also so viele Fehler. Und ja, du setzt Naldo ein ohne Erfahrung in der Position als Co-Trainer.
du setzt ein Rieter ohne Erfahrung ein als Sportdirektor. Der soll übrigens, glaube ich, so habe ich das auf jeden Fall nachgelesen in mehreren Meldungen, er soll jetzt die Rolle des Reschkes ausfüllen. Alter, da frage ich mich echt. Der war, für mich war er schon in der jetzigen Rolle, zumindest zum Anfang, relativ überfordert. So kam es mir auf jeden Fall vor, auch in diesen ganzen Pressekonferenzen und so. Mittlerweile hat er da vielleicht sich eingefunden, aber das macht ihn schon noch lange nicht zum Sportdirektor und vor allen Dingen nicht in dieser Situation. Also bitte, das kann es nicht sein. Und hast dann einen unerfahrenen Co-Trainer dazu geholt, einen unerfahrenen Sportdirektor hast du jetzt. Sonst liegt alles brach. Du hast keine sportliche Kompetenz mehr irgendwo. Der Baum ist auch nicht unbedingt so lange dabei gewesen. Der hatte davor nur Augsburg gehabt und ein paar U-Nationalmannschaften trainiert. Das war's. Also, wo ist unsere sportliche Kompetenz? Schneider, der kommt nicht aus dem Profifußball. Da war der Praktikant, dann war der da mal, dann war der da mal, hat ein paar Leuten über die Schulter geschaut. Aber so großartig, der war vom Rangnick, war der mehr oder weniger der hat ihm da ein bisschen geholfen, mehr oder weniger so ein Sekretär, so kommt es für mich auf jeden Fall so vor. Und ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also für mich muss der Schneider jetzt liefern, wenn jetzt diese ganzen Sachen, die der jetzt getätigt hat, nicht zünden. Wenn wir bis zur Winterpause keine realistische Chance mehr haben, da rauszukommen oder Siege einzufahren, wenn wir da in der Winterpause nicht auf dem Relegationsplatz, zumindest Relegationsplatz stehen oder sogar oder bestenfalls auf dem Nicht-Abstiegsplatz, dann muss der Schneider auch gehen. Dann kann der Schneider den Baum mitnehmen und dann brauchen wir jemanden wie Ralf Rangnick. Egal wen, muss nicht Ralf Rangnick sein, aber einer, der sportlich Ahnung hat. Oder ein Führungsduo von mir aus, zwei Personen, die da mal wieder diesen ganzen Laden umkrempeln. Und ansonsten sehe ich schwarz, wirklich. Dann geht es in die zweite Liga. Der Verein produziert so viele Negativschlagzeilen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und ganz im Ernst, wir hatten den Müller, wir hatten den Held, wir hatten den Magath, wir hatten so viele Leute, Heide, die haben alle nicht den Laden nicht so öffentlich dargestellt, wie der jetzt aktuell ist, weil die Medien können pausenlos auf uns rumhacken, keiner sagt was. Die Internas kommen nach außen, jetzt wird die Gehaltstabelle oder das Gehaltsgefüge nach außen getragen. Irgendwelche Mitarbeiter wurden in der Öffentlichkeit gezogen. Also Leute, das kann nicht wahr sein. Und wir haben einfach keinen aktuell, glaube ich, auch im Aufsichtsrat, der den Schneider da, der da eine Aufsicht über den hat, der den da führt, weil für mich als Außenstehender sieht es aus, als ob er überfordert ist, als ob er gar nicht mit der Situation klarkommt und als ob der jetzt noch ein paar, wie nennt man das, ein paar Symbolaktionen jetzt noch probiert und das ist so das Letzte, was er noch, die letzte Karte, die er noch spielen kann. Und dann ist finito. Also so kommt es mir vor und so muss es auch sein, wenn die Spieler es jetzt nicht begriffen haben und wenn jetzt nicht die Wende kommt in den nächsten Spielen bis zur Winterpause, dann muss was passieren, weil zweite Liga wird der Verein, glaube ich, nicht überleben. Dann geht es auch nicht in die zweite Liga, dann geht es in die vierte, fünfte Liga runter mit der Lizenz, die da entzogen wird. Und dann können wir dann die U23 können wir zumachen. Und dann mit der Profimannschaft in der Regionalliga spielen. Ja, das ist dann die Zukunft, die dann kommen wird. Und Leute, ich habe darauf keinen Bock. Also einige, glaube ich, haben sogar noch Bock drauf. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich hoffe, dass wir den Laden jetzt umbiegen. Und ich hoffe, dass, wenn es so weitergeht bis zur Winterpause, dass dann auch andere Leute Konsequenzen tragen müssen für die Entscheidung, die sie getroffen haben. Und Schneider ist für mich der Sportvorstand, der hat die ganzen Entscheidungen getroffen, der hat den Reschke geholt. Alle Leute, die er eingestellt hat, aktuell für den sportlichen Bereich und auch die Mannschaft hat er zu verantworten. Und
wenn da jetzt keine Besserung kommt, dann muss er leider auch gehen, meiner Meinung nach. Schreibt ihr mal in die Kommentare die ganzen Meldungen, die jetzt gekommen sind. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass wir da uns rauskämpfen können, ob das jetzt vielleicht die richtigen Entscheidungen war, um da nochmal Feuer irgendwie reinzukriegen. Ich bin jetzt nach diesen ganzen Meldungen bin ich sogar noch pessimistischer als davor. Also nach dem Wolfsburg-Spiel bin ich echt an einem Punkt angelangt, wo ich echt Angst habe vor dem Abstieg. Die hatte ich noch nicht nach dem Mainz-Spiel hatte ich die noch nicht, da hatte ich noch Hoffnung. Mittlerweile wirklich, ich habe echt Angst und würde mich mal auf jeden Fall interessieren, wie ihr das Ganze seht. Schreibt mal rein. Ansonsten gerne einen Daumen nach oben geben, gerne Kanal abonnieren. Kommt immer Schalke-Content, könnt ihr euch drauf freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Yeah.